noch kein Buch veröffentlicht. Woher die dichterische Dürre? Eine trockene Seele. Schmerzt es dich, dass Fly dich nicht als Fett? Es ist sein Team. Er ist der Chef. Er weiß besser als jeder andere, wie er es benutzen, führen, außer Gefecht setzen und Einsatz. Erhältst du das Interview beendet? Worte sind mehr als ausreichend, um dir Schmerzen zuzufügen. Deine beklagenswerte Erzeugerin könnte keine Sekunde unter einem Dach mit dir leben. Was für ein Typ! Was für ein Typ! Die haben gesagt, dass meine Mutter weggerannt ist, als sie mich sah. Mach. Du bist eigenartig. So. Du verstehst nicht. Eigenartig. Klar, schon, aber... Eigenartig? Eigenartig. Wer ist eigenartig? Na, du bist eigenartig. So sagt man. Du müffelst schrecklich. Du verstehst nicht. Eigenartig ist was Schlechtes. Eigenartig ist nicht schlecht. Ist nur eigenartig. Keine Beleidigung, Schwachkopf. Trag mir eins. Irgendwas. Ich wiederhole. Hat die eine höllische Sonne versenkt. Was hast du gedacht, als ich die mein besonders ein Geist. Kai. Lass dir was. Hey. Hey, hey. Die bleibt genau dort. Willy wird sie ersetzen müssen. Es tut mir nicht leid drum. Ich muss irgendwie die Lupe bekommen. Ich hätte da was. Was neu? Na los, saug dir die Seele auf. Na, irgendeine Inspiration? Es inspiriert mich. Ich spüre es. Erzähl's mir. So, ihm was weggepustet, so. Strömt das Blut wie rotes Spray, tut der Kiefer wohlig weh. Was für ein Gedicht, mein Freund, was für ein Gedicht. Danke, mein Freund, danke, Freund. So, einmal zur Yacht wieder. Ich spreche mit diesem Professor Fly, also Fliegen Fly. Alles in Ordnung? Teststunde. Teststunde. Mal sehen, ob was siehst. Strömt das Blut wie rotes Spray, tut der Kiefer wohlig weh. Klasse Antwort. Gratuliere. Rief Fly. Du bist für die Gesellschaft so entbehrlich, dass du den Test hiermit bestanden hast. Aber werde nicht zu glücklich, sonst muss ich dich wieder feuern. Also, habe ich jetzt alles erfüllt? Na? Du hast den Test bestanden. Für die Gesellschaft bist du absolut entbehrlich. Da bleibt nicht viel, bis die Lichter ausgehen. Dan Murray, du bist das perfekte Versuchskaninchen. Klasse, dann mal los, grinste Dan. Da die Kabinen funktionierten, war Dans nächster Schritt klar. Er musste eine Kabine ins Domizil der Hohepriesterin Kromhaar schicken.
So, wie bringe ich aber jetzt da eine rein? Die Kabine. Alles in Ordnung? Ein Teleportersprung über schlappe 5 Meter ist was für Weicheier. Das ist wahrscheinlich wahr. Und wahrlich wahrscheinlich. Hast du einen Vorschlag? Ich kann doch keine Kabine einfach so herumstehen lassen. Das Lager der Villa. Da habe ich Zutritt. Dort ist sie sicher. Von mir aus. Aber sie ist schwer. Entspann dich. Du sprichst mit Dan Murray. Ich kümmere mich um den Jungen. Und du stellst die Kabine ab und kommst raus. Alles klar? Gehört, analysiert und verstanden. Gut, dann los. Unmöglich, Dan. Ich kann keine Tätowierung von El Chupacabras entfernen. Da bin ich. Und was nun? Es ist schädlich für die Leber. Kann ich mir nicht leisten. Jetzt müssen wir die irgendwie... Da unten gibt es nichts weiter, was mich interessiert. Hallo, Superheld! Sie haben also den Sarkophag mitgenommen. Wann haben Sie ihn abgeholt? Eine halbe Stunde vor deiner Ankunft. Ich musste Sie anrufen und die Abholung bestellen. Was hat ein Sarkophag überhaupt im Lager zu suchen? Die hohe Priesterin Krom-Ha hat ihn bei der Preisverleihung für eine ihrer Nummern benutzt. Hohe Priesterin Krom-Ha? Genau die. Ach, was für eine Verschwendung. Die reichen doch für 4. Kein Wunder, dass sie Zaubertricks vorführt. Niemand schaut dir auf die Hände. Wohin wird denn der Sarkophag gebracht? Zum Tempel. Ist der Tempel... Ja, das mit... Bumm. Das kennen wir... Was zum Kuckuck ist der Tempel wirklich? Na. Du bist ein Gar... Pyramide... Ach, jetzt. Verhunzt. Das Tee. Bis dann, Edel. Wenn ich ihn weggesch. Der muss aber einem Tee haben. Alles in Ordnung? Zurück unter die Decke, Brock. Test bestanden. Zur Hölle mit dem Ding. Test bestanden. Nee, was muss ich Ihnen jetzt tun? Obwohl die bildende Kunst nicht Dans großes Hobby war, bot sich ein Mal-Happening geradezu an. Dann ließ die Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen. Hey, Poet! Nochmal danke für den Schmerz. Dann sind... Ich führe... Interview. Hey! Hey, hey! Außerdem könnte Willy da sein. Wie kann man seiner Frau nur den Wagen leihen?
verrückt. Obwohl die bildende Kunst nicht Dans großes Hobby war, bot sich ein Mal-Happening geradezu an. Dan ließ die Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen. Aber was malte er? Wie wär's, wenn ich die zum Sarkophag umspraye? Aber nein, das würde ich nicht schaffen. Unmöglich. Man sagt es ständig, aber man glaubt es nicht. Damit können wir bestimmt den einen ausdrücken. Hallo! Zurück, Erdling! Ja, ja. Im Lager. Stimmt nicht, Erdling. Lass dir gesagt sein, mit der Brille kannst du genau gar nichts. Ehrlich? Ehrlich? Nein, das. Im Ernst. Hoffentlich. Ja, gut, seid vorsichtig. Und aufpassen, dass ihr die Wand nicht einfärbt. Also gut. Eleonora meinte, es wird dauern, die Kabine zum Tempel zu schaffen. Ich werde die Zeit nutzen und bereite mich auf den nächsten Angriff vor. Der Tempel. In den Sarkophag. Und dann verschließe ich ihn. Dann aktiviere ich den Mechanismus, der den doppelten Boden bringt. Ihr öffnet den Sarkophag wieder und das Publikum staunt. Ich bin nicht mehr da. Keiner ist da. Habt ihr verstanden? Herrin, wo sollen wir den großen Sarkophag hinstellen? Welchen Sarkophag? Sag mal, wie siehst du denn aus? Du hast 3 Sekunden. Nenn mir einen ägyptischen Herrscher. 1... Menophis, der dritte. 3. So, und jetzt 4 teilen. Ich bin der allerhöchste Amenophis der dritte. Herrscher über Ägypten, Quarterback vom Nil, wertvollster Spieler der... Nein, stopp! Amenophis der dritte? Der dritte, und zwar höchstpersönlich. Ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Ich bin verloren, seit die klasse Frau, die meinem Leben einen Sinn gab, verschwunden ist. Sprich, was für eine Frau ist das? Ich suche die hohe Priesterin Kromha, die Frau mit dem prächtigsten Vorbau, den es je gab. Sie steht vor dir. Baby, ich bin dein Mitternachts-Kameltreiber. Deine Unverfrorenheit bringt mich in Versuchung. Du hast eine lose Zunge, Amenophis. Aber du hast Glück. Ich bin ja so gut. Begleite mich. Dan hatte es endlich geschafft. Er wurde in den Tempel der ewigen Illusion teleportiert. Und wenn ein Wunder geschehe, würde er es überleben. Aber leider war es eine Tatsache, dass die Zukunft nicht für alle so rosig aussah. Schönen guten Abend, Miss Eller. Haben Sie Hunger? 20. Wieso wurde ich betäubt? 12. Was haben Sie mir angetan? 1. Ich habe Kopfschmerzen und das linke Ohr tut mir weh. 4. Kommen Sie nicht näher, sonst beiße ich. Nun, der Schmerz wird in knapp einer Stunde verschwinden. Der Kapitän würde gern mit Ihnen dinieren. Ziehen Sie das an. Nein. Los. Heute haben wir den ersten. Tun Sie es sonst. Am ersten trage ich nie schwarz. Sonst werden Sie unbekleidet essen müssen. Ich gebe dir recht. Ich finde, es ist doch eher dunkelgrau. Ich zieh's an. Na, und wie fühlst du